Normalerweise haben wir im Bandcheck immer kleine, unbekannte Bands, die erst noch nach dem Erfolg streben. Diesmal haben wir aber eine Band, die ganz schön gehypt wird in diesem Jahr. Tonbandgerät aus Hamburg. Also bereitet euch mal vor für Tonbandgerät! Und ich werd wieder sagen, ich weiß, dass es, ich erkenne zwar einiges wieder, doch mehr kenne ich nicht. Und ich werd wieder sagen, das kriegen wir schon immer was übermorgen sein wird, das weiß kein Mensch. Isa und Ole jetzt hier von Tonbandgerät, ihr kommt gerade von der Bühne, wie war's denn? Ja, wir kommen tatsächlich gerade von der Bühne. Ich fand es richtig, richtig schön. Es haben ganz viele Leute konnten mitsingen. Das finde ich ist immer so ein guter Indikator. Nee, es war echt schön. Ich schwitze auch schon ganz schön. Dafür, dass wir nur eine halbe Stunde auf der Bühne waren, ist immer echt krass, wie schnell ich zu schwitzen anfange. So kalt ist draußen. Ja, es ist unglaublich kalt gerade. Und trotzdem wird es so heiß auf der Bühne. Wie sieht es bei euch generell so mit Festivalerfahrungen eigentlich aus? Wir waren persönlich natürlich ganz oft und auch schon zusammen auf dem Hurricane, ne? Mal so privat. Und jetzt ist quasi so der erste Sommer, wo wir tatsächlich jedes Wochenende auf Festivals unterwegs sind. Und wir lernen jetzt ganz viele verschiedene Festivals kennen. Eure Bandbesetzung ist ja ein bisschen unkonventionell. Der Mann singt, die Frauen sind an den Gitarren. Warum? Warum? Gute Frage. Sophia, meine Schwester, die spielt ja Gitarre. Und schreibt auch die Songs. Und aus irgendeinem Grund möchte sie die nicht selber singen. Und dann haben wir uns halt Ole dazu gesucht, der das dann halt ja, auf die Bühne bringt. Ich habe gehört, ihr habt Ole im Internet gecastet. Stimmt das? Star, wenn ich möchte behaupten. Ich habe neulich nochmal geguckt. Ich habe mittlerweile 7000 Klicks mit dem Video, mit dem, ja, richtig krass, ne? Mit dem ihr mich gefunden habt. Ja, freut mich sehr. Ich werde jetzt aber nicht sagen, wie man das findet. Ich weiß, wie das ist. Ich erkenne zwar einiges wieder, doch merke ich. Und ich werde wieder sagen, ich weiß, wie das ist. Ich erkenne zwar einiges wieder, doch merke ich. Du singst ja nicht deine eigenen Songs. Ist das manchmal komisch oder seid ihr da voll auf einer Wellenlänge? Ja, das war am Anfang echt ein bisschen komisch. Da hat mir halt Sophia als hat mich über MySpace angeschrieben und meinte, hier hast du nicht Lust, meine Songs zu singen. Und ich war damals auch in der Band, habe selber getextet und dachte so, dann hat sie mir die Songs geschickt und dann fand ich die Songs aber so speziell und toll, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt ausprobieren. Am Anfang war das schon ein bisschen komisch, weil Sophia und ich kannten uns noch nicht so und ich habe noch nicht so verstanden, was sie eigentlich mit ihren Songs sagen will. Aber mittlerweile schreibt sie einfach ganz viele Songs, die so im Bandkosmos handeln oder greift Geschichten, die uns als Band passiert sind, auf und schreibt daraus einen Song. Cool, dann danke ich euch fürs Interview, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und danke, dass ihr da wart. Dankeschön.